So, Leute, willkommen zurück und wahrscheinlich im letzten Part, so wie diese Action hier abgeht. Wir sehen hier gerade ein sehr interessantes Bild. Kann ich die Maus zeigen? Ich hoffe, ihr seht die Maus. Hier ist eine Säule und hier stehen so ein paar Leute. Die Säule fällt gerade. Gut. Okay, ich mache da mal weiter und wir gucken, was passiert. Ein bisschen anders, als ich erwartet hätte, aber auch interessant. Schnauze. 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 So, Schnauze. Aua. Okay, ich glaube, ich hätte die hier erledigt. Es ist echt stürmisch hier. Aber zum Sammeln ist hier genug Zeit. Boah, mein Gott. Moment. Ihr könnt natürlich euer Schild selbst in der Shotgun entgegenhalten. Kleine Wichser, Alter, ey. Mein Gott. Stirb einfach, ey. So. Da komme ich noch nicht hin. Wahrscheinlich muss ich jetzt gleich wieder hier hoch. Gehe ich mal von aus. Ja, die da sich am Verprügeln sind. Die braucht echt lange, um den Körper zu wechseln. Warum greift sie denn ihre eigenen Leute an? Mit den Blitzen. Ich will hier runter. So, ich denk mal hier lang weiter. Warum greifen die sich allgemein gegenseitig an? So. Was sind Soldaten, du ey? Wow. Okay, ich habe so das Gefühl, ich kann ja keinen Schaden machen. Oder doch, kann ich, aber nur auf dem Rücken anscheinend. Nicht gut. Autsch, ich sollte dir nicht so nahe kommen. Ich hab's verstanden. Magst du aufhören, mir hinterher zu laufen? Schottkamodi. Okay. Bitch! Tut weh, wa? Ah, scheiß Sturm. Ja, natürlich. Auweieiei. Jetzt hört's an der Bett. Nervensäge. Das war's, glaube ich, mit dem Helm von ihm. Und das war's mit deinem Kopf, du Arschloch. Und das und das und dies hier. Okay, noch ein bisschen stemmen, damit noch ein bisschen mehr Hirn rauskommt. Naja gut, so viel ist es jetzt auch nicht. Wahrscheinlich hat er nicht mehr. Damit wird uns wieder der nächste Weg frei gemacht. Wir können noch ein bisschen Muni mitnehmen. Ich wechsle mal wieder zurück zur Pistole. Oh, wir sind auch schon mehr oder weniger da. Und nichts hier rein hier. Versuchen wir Sam zu helfen. Wow, er hat mir ins Gesicht geschlagen, Alter. Ein echter Mann. Du hast da was im Rücken stecken, Alter.
Lass mich in Frieden, das ist meine Axt. Stirb, Drecksack. Genau so. Und lass noch mal hinterher spucken. Hallo, du hast hinter dir noch eine andere Sache. Aber Hauptsache erstmal zugucken. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Ihr wird es bald besser gehen. Was ist da passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind, so naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Der Untertitel war auch bei mir asynchron. Zwei neue Erfolge: Historiker und Überlebenskünstler. Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Da haben wir noch ein bisschen Erfahrungspunkte bekommen, das finde ich natürlich sehr nett. Wir hoffen, ihr konntet das genießen, also ihr konntet das Spiel genießen. Wir haben hart, so bringen wir besser können, was wir possible make. Thank you for taking the time to complete the game. Ja, sie hoffen, dass wir das Spiel genießen konnten. Die haben ihr härtestes Versuch, um es so gut wie möglich zu machen, mehr oder weniger.
Ja, das war's mit diesem Spiel. Ich danke euch auf jeden Fall für... Boah, geht das jetzt echt so langsam? Kann man das irgendwie vorspulen? Ich will es nicht skippen, nur vorspulen. Na, anscheinend nicht. Ja, das war's mit diesem Spiel. Ich möchte auf jeden Fall schon mal sagen, danke fürs Zusehen. Ich glaube, das sind jetzt genau 30 Parts momentan. Jetzt kommen halt, wie gesagt, noch die Credits und dann will ich mal gucken, ob ich bei den Extras noch was angucken kann, ob es da noch großartig was gibt. Für die, die das sowieso nicht mehr interessiert, die können jetzt natürlich schon ausschalten. Für die, die die Extras noch sehen wollen, die können entweder vorspulen oder tun sich jetzt noch ein bisschen mal ein Gelaber und die Credits mit an. So, in den Credits, ihr kennt, oder die Leute, die mich gucken, kennt, beziehungsweise jetzt machen die meisten so, gibt es ja nochmal so eine kleine Benotung. Ja, das Spiel an sich, man muss jetzt bedenken, ist ein Jahr alt. Pi mal Daumen. 2013 kam es raus. Ich weiß jetzt nicht genau wann. Wir spielen es jetzt Ende, ja, knapp Ende 2014. Oder haben es ja, Mitte, Ende 2014 gespielt. Ich muss sagen, ich finde das Spiel super. Allein auch schon von der Grafik her. Es gibt jetzt nochmal für die Xbox One und die PS4, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob für PC auch noch rauskommt. Soll ja nochmal eine neue Version rauskommen, mit besserer Grafik und so alles. Wie gesagt, ich persönlich finde es relativ unnötig. Für die Leute, die das Spiel aber noch nicht haben, noch nicht gespielt haben und sich jetzt überlegen, das Spiel zu kaufen und sie besitzen halt eine dieser Konsolen, denen kann ich dann natürlich dieses Spiel mit der besseren Grafik empfehlen. Für Leute, die dieses Spiel schon haben, ich würde es nicht machen. Es wird kein 100% Run, das heißt, ich werde jetzt nicht demnächst noch weiterspielen und die restlichen Sachen noch holen. Falls ihr 100% sehen möchtet, dann müsst ihr gucken bei jemandem, der es wirklich auf 100% gespielt hat. Oder, so wie ich es euch empfehlen würde, ihr kauft das Spiel selbst und macht es selbst auf 100%. Denn was ist diese 100%? Es sind Sammelsachen, die anzusehen. Ich persönlich finde es nicht sonderlich interessant. Diese ich bin zwar Let's Player, aber ich gucke auch sehr viel Let's Plays. Und immer wenn jemand etwas auf 100% spielt oder so, denke ich mir, ja, super Sache oder so, ne? Jetzt habe ich 2, 3, 4 Parts Story gehabt und die nächsten 20 Parts sind Sammelsachen. Sammelparts, weil er immer so ein paar Sachen nachholen muss. Und das finde ich persönlich immer langweilig. Ich will die Story des Spiels meistens wissen. Diese Sammelsachen sind mir doch scheißegal. Wenn es mir darum geht, dann kaufe ich das Spiel selbst und mache es, weil dann habe ich auch noch Spaß dran, diese Sachen zu sammeln. Ne? Und zu erkunden und alles. Weil wer weiß, wie viele Grabstätte oder, ja, Grabstätten und so wir jetzt übersehen haben. Daher ist so ein bisschen kompliziert, diese Sache, wie sie mir durch den Kopf geht, muss ich zugeben. Aber was diese Sammelsachen angeht, diese 100% in einem Spiel angeht, ich würde es immer eher selbst machen, als angucken. Muss ich zugeben. Darum spiele ich auch nur sehr selten bis gar nicht Let's Plays auf 100% durch. Weil es für mich einfach sinnlos ist, dies zu tun. Ich will ja in irgendeinem gewissen Sinne dieses Spiel werben. Damit es unter Umständen auch andere kaufen oder Spaß dran finden. Natürlich, es geht auch um Unterhaltung. Ne, das heißt, ihr Zuschauer sollt unterhalten werden, aber gleichzeitig werbe ich dieses Spiel. Oder so. Es kann ja natürlich gut auch sein, von wegen, dieses Spiel sieht echt schick aus und der Typ hat jetzt das und das gemacht oder so. Ich würde das anders machen und er hat gar nicht alles eingesammelt oder so. Ich würde da bei so einem geilen Spiel alles einsammeln. Die können sich das Spiel dann natürlich gern kaufen oder sollten sich das Spiel mehr oder weniger auch kaufen und dies machen. Ne? Denn vor allem bei so einem Spiel, es ist ja, ich sag mal, ja, es ist nicht ganz Open World, aber es hat auch Open World, ich sag mal, Ansätze. Und diese erlauben es natürlich, also diese erlauben mehrere Spielweisen. Sehr stark unterschiedliche Spielweisen sogar. Ich habe ja zum Beispiel sehr viel mit dem Bogen gespielt und erst gegen Ende wirklich mal die Shotgun und die Pistole so Rambo-mäßig ausgepackt. Weil da kamen einfach so viele Feinde also nicht so viele, aber es wäre mit dem Bogen deutlich schwerer gewesen und wir hätten, also wir mussten da jetzt auch nicht mehr schleichen. Die wussten ja, wo wir sind. Daher habe ich jetzt mehr oder weniger auf Rambo gemacht. Ja, Bogen habe ich dann voll aufgewertet und so. Das sind ja alle Sachen oder so, die kann man ja völlig unterschiedlich machen. Ne, von wegen, scheiß auf den Bogen, ich werte lieber alles andere auf. Und lass den Bogen mal auf, einfach auf Null.
könnte man ja auch machen. Für Leute, die wirklich mal eine Challenge haben wollen, die sagen einfach, okay, ich werte gar nichts auf. Ich spiele das Spiel einfach so. Macht dann natürlich nochmal einen höheren Schwierigkeitsgrad. Ich glaube, ich habe jetzt auch auf normal gespielt. Obwohl ich weiß gar nicht, ob es überhaupt sowas gab. Gab es Schwierigkeitsstufen? Ich weiß es gar nicht. Ist schon zu lange her. Ist 30 Parts her. Ungefähr. Ich glaube, das ist jetzt der 30. Ne? Dürfte 30 Parts, glaube ich, sein. Ich muss mal kurz überlegen. 25 habe ich gemacht. Das sind 3, 4, 5. Ja, das dürfte der 30. Part sein, in dem wir uns gerade befinden. Daher ist 30 Parts her. Ich weiß nicht, ob ich den Schwierigkeitsgrad auswählen musste. Aber ich muss zugeben, auch wenn es vielleicht Hugo Van der Heiden. Okay. Auch wenn es arschig von mir kam in der letzten Folge, so mitten im Finale einfach mal sagen, okay, Cut, nächste Folge geht's weiter. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, war es doch die richtige Wahl. Ich habe immer so 20 Minuten Parts gemacht, wir dürften jetzt ungefähr bei 15 sein. Und ich weiß ja nicht, wie lange das hier noch geht. Wenn diese Folge hier Überlänge haben sollte, dann hat die Überlänge. Das ist scheißegal. Die letzte mache ich dann noch gerne mit Überlänge. Wie gesagt, das hier könnt ihr ja sowieso skippen im Notfall. Vladimir. Wenn ihr noch die Extras sehen wollt. Und sonst, ja, noch ein Vladimir. Für die, die einfach nur das Spiel sehen wollten oder so, haben wir eh schon abgeschaltet. Okay, nochmal zurück zum Spiel. Also wie gesagt, ich fand dieses Spiel super. Vor allem von der Grafik her. Einfach astrein. Das Spielerische selbst, also was das Schleichen, was das Kämpfen und so angeht, finde ich, passiert sehr innovativ. Also man muss nicht viel machen, worauf man nie kommt oder sowas. Es passiert wirklich alles sehr, ja, innovativ. Es passiert einfach meistens so, wie man es auch möchte. Ich sag's mal so. Lara geht sehr gut in Deckung hinter bestimmten Sachen, wenn man sowas möchte. Sie schießt sehr gut, sehr, sehr genau, und das Ausweichen klappt auch super im Nahkampf, fand ich jetzt. Gut, das Kontern dauert manchmal ein bisschen lange und ich habe sehr oft verhauen, aber man kann nicht alles perfekt können. Also Steuerung ist auf jeden Fall sehr gut, finde ich. Wie gesagt, von der Grafik her fand ich das Spiel gut, was ich auch sehr gut finde. Das habe ich ja auch schon mal im Let's Play angesprochen, ist, wenn man so einen Helden spielt oder eine Heldin spielt in diesem Fall, dass im Laufe des Spiels die Klamotten zum Beispiel mehr zerfetzt werden oder sich Dreck am Körper ansammelt oder so, wie Matsche oder sowas. Oder man auch Wunden und Narben sieht, sowas finde ich Hammer. Und ich finde wirklich, dass es im 21. Jahrhundert so langsam dazugehört. Ne? Also die einzigen Spiele, wo das jetzt noch so intensiv stattfindet wie jetzt hier, wenn nicht sogar noch ein Stück intensiver, sind die Batman-Reihe. Also Arkham Origins, Arkham City und Arkham Asylum. Da ist dies genauso. Batman bekommt, wie weiter er fortschreitet, immer mehr Kratzer und Risse in seinem Anzug und dem Umhang und so. Also das finde ich wirklich, sowas muss einfach sein. Wenn man bedenkt, Arkham Origin zum Beispiel spielt Lara Croft Cosplay, okay, spielt innerhalb eines Tages, eine Nacht im Endeffekt. Er wechselt also theoretisch nicht unbedingt oft den Anzug während der Nacht. Tomb Raider Game, Tomb Raider Girl, okay. Diesbezüglich sollte klar sein, dass er vielleicht mal so der ein oder andere Kratzer ist. Und jetzt hier auch. Also ich glaube, das spielt jetzt so innerhalb von 1 bis 3 Tagen. Also man hat da, ich glaube, schon 1 bis 2 Mal so einen Tag- und Nachtwechsel erlebt, ne? Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, habe ich nicht ganz so drauf geachtet. Aber ich meine schon, dass da 1-2 Tage vergehen. Lara schläft ja auch 1-2 Mal ein. Einmal am Anfang, dann nochmal im Lagerfeuer mit Messias und Sam, wo die ja dann weg sind und wir in die Bärenfalle treten. Das ist natürlich auch die Frage, wie lange sie schläft und alles. Aber dass da natürlich auch nicht unbedingt so die Zeit ist, sich umzuziehen, die Sache mal schön zu machen, Neues zu suchen und so. Sich zu waschen, vor allem auf einer Insel, wo man jede Sekunde damit rechnen muss, dass gleich einer von hinten kommt und einen tötet.
Da sollte schon so ein bisschen Dreck am Körper sein, die Klamotten sollten so leicht zerreißen und so weiter und so fort. Did you try shooting the window? Hast du versucht, auf die Fenster zu schießen? Was soll das für eine Aussage sein? Also ich finde auf jeden Fall, dies ist ein Meisterwerk. Es ist zwar, finde ich, mit den alten Teilen der Serie nicht ganz zu vergleichen. Glückwunsch, Sie haben die Geschichte abgeschlossen und 77% des Gesamtspiels gemeistert. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren und sämtliche unerledigten Aktivitäten abschließen. Also nicht und. Naja, interessant. Ich glaube aber nicht, dass Lara unbedingt zurück auf diese Insel möchte. Auch wenn diese Stürme ja jetzt vorbei sind. 77% haben wir so geschafft. Das ist doch auch schon mal eine Nummer. Und wir gucken uns die Extras an. Gucken wir uns Konzeptdesign an. Charakter. Lara. Hier, das ist das, was ich auch meine. Man sieht es hier so ein bisschen, ne? Sie bekommt so ein blaues Auge, so ein bisschen Blut im Gesicht, bisschen Dreck im Gesicht, so ein paar Narben. Ne? Vor und nach den Ereignissen auf der Insel. Genau das ist das, was ich meine. Und sowas, so muss das auch passieren. Auch allein die Haare sieht man auch, dass die, ich sag mal, auf der linken Seite deutlich gewaschener aussehen als auf der rechten Seite. Da sehen sie so ein bisschen fettig aus, verklebt und sowas. Also die haben da schon auf Details geachtet und das finde ich super. Das finde ich echt super. Handwerkzeuge. Sowas muss auch mittlerweile einfach sein. Gucken wir uns der Mensa an. Sie hat nur zwei Bilder. Ja gut. Offiziere der Endurance. Wast. Ja. Der sich von uns geopfert hat. Ja gut. Den muss man nicht unbedingt nachtrauern. Das im Gegenteil. Reyes, die Geliebte von Wasp, mehr oder weniger. Die haben ja zusammen eine Tochter. Grimm, genau so hieß der alte Typ, der sich mehr oder weniger auch für uns geopfert hat. Naja, schien schon so ein netter alter Mann zu sein. Und nochmal alle zusammen. So, Puden Dorrance. Ne, da gibt es ja hier noch Jonah und Alex, genau, das ist Alex. Sind auch nochmal alles zusammen. Diese Perle da kenne ich jetzt gar nicht. Die Blonde. Die schien auch im Schiff gestorben zu sein dann, ne? Weil auf der Insel war sie ja auch nicht, soweit ich weiß. Galerie 5 und 6 und 7 sind gesperrt. Und die Solari haben wir noch freigeschaltet. Ja, wir haben ja nicht alles gefunden daher. Ja gut, das sind ja... Ja genau... Die anderen sind ja die ohne die Sturm machen. Die haben sich ja selbst die Solari genannt. Stimmt. Ich hätte das jetzt gerade so. Sprengmeister, ja, auch ein Wichser gewesen, ne? Wie sich einfach so Metallplatten dran schrauben, ne? Aber ganz ehrlich, wenn man dagegen schießt oder so, dann flogen diese Metallplatten hier ab. Aber wenn da eine Kugel gegen den Kopf fliegt, bei so einer Metallplatte oder so, das ist selbst so ein Druck oder so, dass du selbst dadurch jetzt mal benommen bist, wie sonst was. Gut, die waren teilweise auch benommen. Und dann flog die Maske komischerweise immer weg. Interessanterweise. So sehen die unter den Klamotten aus? Ah, das sind die Gefangenen der Solari, okay. Das waren die unten in der Höhle wahrscheinlich, ne? Oder? Ach, keine Ahnung. Okay. Hier hätten wir noch Schauplätze. Die Endurance. Unser wunderschönes Schiff. Höhle der Plünderer. Ja. Was mich interessieren, also was ich jetzt auch geil gefunden hätte, wäre mal so wirklich so ein Vorher-Nachher-Bild vielleicht auch noch. Also so was wie, ja, jetzt hier zum Beispiel das Blut wegmachen und die Köpfe wegmachen oder so. Wie das aussah, bevor hier überhaupt Einflüsse draufgekommen sind, sag ich mal, also eingewirkt haben. Hier, da wo wir auch die erste Nacht verbracht haben, da guckt sich Lara gerade das Video an, wie sie vorschlägt, auf diese Insel zu fahren. Ja, war das hier, wo wir eingeschlafen sind mit Samantha und Messias? Ich glaube ja, ne? Wo
wo wir die dann verloren haben. So, die sind gesperrt. Hier haben wir wieder den Funkturm. Boah, das ist eine Aussicht, ne? Also die Bilder sind auch recht schick gemacht, finde ich. Was heißt recht schick? Die sind Concept Art, Art sind ja meistens recht schick. Dorf am Berg. Wir haben nicht alles. Wer alles sehen will, muss es entweder, wie gesagt, woanders gucken oder, was wie ich jetzt empfehlen würde, selbst spielen. Wenn ihr ein Bild länger gucken wollt, wenn ich euch das zu schnell wegmache, dann spult ein bisschen zurück und macht einfach mal Pause. Dann könnt ihr es euch länger und detaillierter angucken. Ich gucke jetzt hier, weil ich meine, zum Beispiel sowas sieht zum Beispiel auch sehr schick aus. Da oben sieht man dann auch noch Lever, gerade am Runterfallen, so wie es aussieht. Oder am Abseilen. Ne, hier auch nochmal mit dem Fallschirm, wo wir uns das, den Fallschirm geschnappt haben und dann durch die Dings da durch, glaube ich, so die Szene darstellen. Ich gucke jetzt hier hauptsächlich die Bilder oder so, die auch mich großartig interessieren. Aber die sehen alle eigentlich recht gut aus. Cool wäre, wenn irgendwo auch noch hin und wieder mal so ein Easter Egg versteckt wäre. So. Oh. Bärung des Walfangbootes. Okay. Gefecht auf dem Deck. Und dann hätten wir hier noch Zikkurat der Königin. Ja, Aufstiegsritual. Und hier, wie die Seele übertragen wird. Die eingefrorene Königin. So. Das hätten wir hier alles? Ja. Das wären die Konzeptdesigne gewesen. Jetzt die Charaktermodelle. Jonah. Ah, okay. Jetzt können wir uns die einfach nochmal genauer angucken. Kennen wir aber eigentlich. Das ist Gwim, den haben wir nicht. Hier haben wir Alex. Samantha. Sam. Auch eine recht ansehnliche Frau eigentlich. Anduin, Deckarbeiter. Der hat es ja auch nicht lebend geschafft. Unschuldige Leber. Also so wie wir noch auf dem Schiff aussahen. Bevor wir gemordet haben. Lara Croft. Ja, da wurden wir schon aufgespießt, wie man sieht, und alles. Bisschen staubig, bisschen dreckig. Aber eigentlich noch sehr gut im Schuss. Und dann überlebende Lara. Das dürfte jetzt so die feine Lever sein. Hier sieht man die Klamotten, wie sie an der Hose aufgerissen sind. Hier auch so zwischen den Beinen. Hier. Am linken Bein. Beziehungsweise von uns aus jetzt rechts auch die Hose ordentlich aufgerissen und alles. Ne? Top aufgerissen. Hier sieht man hier die Hose noch so gut wie ganz. Hier schon so ein bisschen. Ne? Und sie hat ja auch schon anscheinend mit Tape geklebt. Geklebt die Hose. Und das ist das, was ich meine. Sowas muss einfach sein. Hier hätten wir die Gefangenen. Solari Koloss. Den wir ja einmal so richtig schön schnell das Ende bereitet haben. Warum auch immer der da eine Wasserflasche am Stacheldraht hängt hat. Ist das Stacheldraht? Ne, das ist einfach nur ein gebogenes Metall. Okay, ich dachte, das wäre Stacheldraht. Sowas bastel ich mir auch mal. Scheint recht praktisch zu sein. Oni-Krieger. Ne, davon haben wir gegen Ende auch noch ein paar mitgenommen. Sieht auch recht schick aus. Oni-Verfolger. War das dieser ganz große, den ich gegen. Warte, das können wir ja am Rücken sehen. Ja, das war der ganz große, gegen den ich vorhin noch gekämpft habe. Den ich so einzeln die Maske abgehauen habe. Ja. Das heißt.
mit seinen Spermaflecken auf der Brust. Ich glaube, der war gleichzeitig das Lustobjekt seiner Mannschaft. Wenn ich mir so die Klamotten angucke. Ne? Und die Füße und alles. Ich gehe mal echt davon aus. Und Himiko, die Sonnenkönigin. In dem toten Körper. Ich glaube, das ist auch die Priesterin, die sich ermordet hat dann, ne? So wie ich das verstanden habe. Oder ist sie in ihren alten Körper geblieben? Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall in der verwesenden Leiche. Beziehungsweise, ja gut, verwesend ist jetzt relativ. Die Leiche ist eingefroren. Aber das Gesicht ist aufgebrochen. Da sieht man, dass sie nicht mehr so ganz gut im Schuss war. Gut, wer drauf steht, ne? Hier bitte nochmal eine schöne Nahaufnahme vom Gesicht. Bitte nachher abwischen. Okay. Dann hätten wir hier nur noch die Mitwirkende und hier nochmal zum Schließen. Das wär's. Können wir hier. Na, der öffnet das Steam-Menü. Ich weiß nicht, ob das Steam-Menü mit aufgenommen wird. Egal. 19 von 50 Erfolge hatten wir. 19 von 50. So, ich danke jetzt auf jeden Fall fürs Zusehen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Also nicht beim nächsten Mal, bei einem anderen Display. Bis dahin, Leute. Ciao.